Hallo zusammen, ich bin Evgen Sokolowski, wir sind der Plastic Remise Düsseldorf und heute machen wir einen ganz kleinen Bericht über Ferrari 488 Challenge. Wir drehen heute letzte Video in 2022. Heute ist 24. Dezember, das ist Heiliger Abend und das Santa Claus Car. Ja, der hat uns Geschenke gebracht und heute Abend kriegen wir das, was haben wir verdient in diesem Jahr. Ja, das Auto können wir lange reden, weil das ist Challenge, das Fahrzeug nur für Rennstrecke. Das Auto hat keine Straßenzulassung. Aber was Besonderes, genau das Auto. Das Auto ist 2018 und das ist absolut neuer Wagen. Was ist 488 Challenge? Das ist Ferrari 488, aber nur für Rennstrecke. Du kannst das Auto kaufen und du kannst Ferrari Challenge fahren. Das ist Rennserie für Ferrari-Fahrer, für Ferrari-Fans. Und es gibt im Rahmen Ferrari-Veranstaltung, du kannst fahren Ferrari Challenge. Oder es gibt Ferrari-Klienten, du bekommst ein Fahrzeug wie Ferrari FXX oder 599XX und es gibt F1-Klienten. Ja? Du kannst ein Ex-Formula-1-Fahrzeug haben und Ferrari organisiert für dich alles. Du darfst auf der Rennstrecke fahren mit echter Formula 1. Ja, das Auto ist absolut Rennwagen mit sehr, sehr guter Leistung. Das Auto hat 700 PS und hat viel Elektronik, viel Aerodynamik. Das Auto natürlich ist nicht so schnell wie GT3-Fahrzeug, aber deutlich schneller als GT4-Fahrzeug. Das ist, wir können vergleichen zum Beispiel mit Lambo Trofeo und das ist Ferrari Challenge. Als Invest das Auto sehe ich sehr interessant in Zukunft, weil wenn einer hat in seiner Sammlung Fahrzeug Challenge, ohne Kilometer, welche war nie auf dem Rennstrecke, weil 99% aller Fahrzeuge war auf dem Rennstrecke, weil du kaufst das Auto nicht auf Ecke stellen, du kaufst das Auto auf dem Rennstrecke fahren, Rennen fahren und bei Rennen wissen wir alle, ja, wenn fährst du eine Saison, du hast Kontakt, du hast Probleme mit technischen Problemen, du hast Kilometer auf dem Fahrzeug und Fahrzeug hat ganz normale gebrauchte Zustand und absolut neue Challenge zu finden im Sammlung fast unrealistisch und in Zukunft, in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren später das Auto als absolut neuer Wagen haben, das ist Traum. Und in diesen Faktoren finde ich für das Auto von 1 bis 10, 8. Und Spaßfaktoren, ich zeige euch zuerst, wie startet Fahrzeug, wie Motor läuft und dann sage ich, welcher Spaß macht. Hier musst du schon ein bisschen üben im Fahrzeug rein. Ich habe gute Erfahrung. Ich weiß, ich gehe mit Bein rein, dann mit zweite Bein. Ja. Aber natürlich gibt es Fahrer, welche du musst Gewicht, nicht Übergewicht haben. Das wird schon schwierig. Und B, es gibt Fahrer, welche natürlich sagen, ja, die Käfig drin ist schwer rein, raus. Ja, das ist Sicherheit. Sicherheit Nummer 1 für Rennsport. Deswegen ist so. Als Spaß. Besser kann nicht sein, weil das ist absolut geiles Rennwagen, Ferrari Rennwagen von Werk. Und du brauchst keinen Schlüssel starten, du machst einfach Button. Du musst alle Systeme aktivieren, musst ein bisschen warten, bis alles startet. Guck mal, wie geil ist. Spaßfaktor, ja. Als Rennfahrer für mich Spaß von das Auto, von 1 bis 10. 10. Die macht absolut mega Spaß zu fahren. Ich habe das Auto getestet auf dem Rennstrecke, nicht das Auto, weil ich habe gesagt, das Auto ist absolut neuer Wagen aus Sammlung. Das ist 2018 und war 5 Jahre im Privat-Ferrari-Sammlung ohne Rennstrecke, nie auf dem Rennstrecke gewesen. Wie habe ich gesagt, heute ist Weihnachten, deswegen Bericht war ganz, ganz kurz, weil ich will schon meine Geschenke haben und ich will schon leckeres Essen haben und danke euch für das ganze Jahr, danke euch, wer hat uns geguckt, wer hat uns geschrieben, das war sehr, sehr gutes Feedback von allen und ich wünsche euch alles Gute, frohe Weihnachten, guter Rutsch und viel, viel, viel Glück, gesund und alles im neuen Jahr. Ciao, ciao.